Es ist schön, wenn man mit fast 80 Jahren auf ein facettenreiches Leben zurückblicken kann. Entsprechend reich sind die schmerzlichen und freudvollen Erfahrungen. Über einen solchen Erfahrungsschatz verfügt unser Studiogast, Paul Parin. Er stammt aus Slowenien, wirkte 1944-45 als Arzt in der jugoslawischen Befreiungsarmee und bildete sich nach dem Krieg in Neurologie und Psychoanalyse aus. Bis 1990 führte er eine psychoanalytische Praxis in Zürich. Außerdem unternahm er ethnopsychologische Forschungsreisen nach Afrika. Erst vor ein paar Jahren hat Paul Parin begonnen, Geschichten zu schreiben. Und er nennt sich deshalb auch gern einen jungen Schriftsteller. Für seine Arbeiten erhielt er verschiedene Literaturpreise. Mit ihm unterhält sich unser Frageteam. Elisabeth Bronfen, Herbert Meyer und Emily Lieberherr. Herr Parin, Ihr Leben ist ereignisreich, das Leben eines Europäers. Aufgewachsen sind Sie in Slowenien, wir haben es gehört, als Sohn eines Gutsbesitzers. Was hat Sie am meisten dort geprägt? Ja, zwei Dinge. Erstens diese außerordentlich gehobene Stand meiner Eltern. Das waren Großbürger, wohlhabende Leute. Ich glaube, vor dem Ersten Weltkrieg sehr reiche Leute und dann noch immer wohlhabend. Und das Zweite, dass ich in diesen Jahren groß geworden bin, als Europäer hätten wahrnehmen sollen oder müssen, dass sich eine Katastrophe anbahnt. Im Jahr 1933, als in Deutschland Hitler zur Macht eingesetzt wurde, war ich 17. Diese Tatsache aufzuwachsen in einem gesicherten, wohlhabenden, auch sehr schönen Milieu und gleichzeitig zu sehen, dass die Welt einer Katastrophe zusteuert, das hat mich am meisten geprägt, bis heute. Herr Parin, Sie haben ja sehr unterschiedliche Berufe ausgeübt, von Neurologie, Arzt über Psychoanalyse und jetzt schreiben Sie Literatur. War diese Unterschiedlichkeit im Ansatz bei Ihnen schon vorhanden oder hat sich das erst im Laufe der Zeit entwickelt? Was im Ansatz vorhanden war, ist, dass ich eine Abneigung hatte gegen alles Starre, sich Festlegende. Als kleines Kind wollte ich Tierarzt werden, dann habe ich gesehen, ich war gehbehindert, da bin ich nicht stark genug und wechselte zum Menschenarzt. Aber dann habe ich es abgelehnt, irgendeine Fachlaufbahn zu ergreifen, um ewig dabei zu bleiben. Ich war hintereinander, sobald ich Arzt war, praktisch Arzt, Chirurg, Neurolog, Psychoanalytiker. Habe dann Ethnologie im Selbststudium studiert, Ethnopsychoanalytiker, und bin dann Kulturkritiker geworden, die Ethnopsychoanalyse auf unsere eigene Welt, die abendländische Welt, anzuwenden versucht. Und dann habe ich zu schreiben angefangen oder fortgesetzt, denn ich habe ja auch wissenschaftlich sehr viel publiziert. Herr Parin, Sie haben sehr schön über Ihre Jugend in Slowenien gesprochen, was Sie beeinflusst hat. Ich möchte Sie fragen, gibt es denn da auch Frauenbilder, die Sie damals beeinflusst haben? Außerordentlich. Es war ein Schloss, übrigens ehemals ein Dominikanerkloster, wo ich aufgewachsen bin, und ein großer und differenzierter Gutsbetrieb. Meine Mutter wurde von meinem Vater zu immer mehr Pflichten eingespannt, und da sie sehr pflichtbewusst hat, hatte sie wenig Zeit für die Kinder. Ich war umgeben von 4 bis 6 slowenischen Frauen. Wir hatten eine Kinderfrau, die war schon ziemlich alt, die war für meine Schwester in die Wohnung gekommen, und dann bedienstete Frauen. Und da ich während 2 Jahre vom 2. bis 4. Lebensjahr völlig eingegipst war, vom Hals bis zu den Fußspitzen, wäre das eine sehr traumatische Zeit gewesen, wenn ich sehr liebe, slawische, kinderliebende Frauen sich ständig um mich gekümmert hätten. Meine Mutter wollte wohl auch, aber sie konnte nicht. Sie hatte so viel zu tun, konnte nur Momente. Und diese Frauen, die besonders herzlich, emotional offen waren,
ich glaube, die haben mich sehr stark beeinflusst, dass ich trotz dieser unangenehmen Lage für einen 3-4-Jährigen, ist ja schlimm, wenn man sich nicht bewegen kann, habe ich es gar keine traumatische oder sonst wie schädigende Zeit empfunden. Und ich glaube, dank dieser Frauen. Ich wollte auf die ganze Frage der Ethnopsychologie zurückkommen, und zwar das aber anhand von dem Begriff der Heimat festmachen. Sie haben ja von Heimat vor nicht so langer Zeit geschrieben als einer psychischen Plombe. Könnten Sie das ein bisschen erklären? Ja, das war, offen gesagt, hat mich das Thema Heimat nie so besonders interessiert. Das war die Erich-Fried-Gesellschaft, hat mich zu einem Symposium eingeladen unter dem Titel Wie viel Heimat braucht der Mensch, wie viel Fremde erträgt er? Ich habe mir wohl überlegt, Heimat spielte in meiner psychoanalytischen Praxis fast bei allen Frauen oder Männern irgendeine Rolle. Sie waren daheim oder hatten ihre Heimat verloren oder sehnten sich nach einer Heimat oder eine andere. Das ist ein wichtiger emotionaler Wert. Ob das ein im psychoanalytischen Sinne eine Fantasie oder eine Erinnerung ist, das wechselt sehr. Jedenfalls glaube ich, dass das, was ich ironisch am Ende dieses kurzen Vortrags gesagt habe, also eine Paraphrase zu einem Spruch von Johann Wolfgang Goethe, wer ein gutes Selbstgefühl besitzt, der hat Heimat. Wer dieses nicht hat, der habe Heimat. Ich meine, dass ich selbst keine Heimatgefühle habe. Natürlich bin ich irgendwo aufgewachsen und das wird ja in anderen nicht-deutschen Sprachen, ist eigentlich das Vaterland oder Vaterland oder Patrie mit Heimat gleichgesetzt. Das ist aber nicht unbedingt dasselbe. Und ich selbst habe dieses Wissen, dass ich eigentlich nirgends so verwurzelt bin, als etwas sehr Positives empfunden. Das ist aber eigentlich die Ausnahme. Viele Menschen brauchen das, nicht nur für Momente der Depression oder der Einsamkeit oder so, dass sie irgendwo zu Hause sein können. Und leider ist das einer der subjektiv sehr wichtigen Begriffe, nicht nur ein Begriff, eine Erlebnisweise, der sich außerordentlich leicht missbrauchen lässt. Können Sie vielleicht noch sagen, warum Sie jetzt gerade leider gesagt haben? Ich bin zwar Ihrer Meinung, aber das nur ausführen, warum leider? Leider. Mit der Heimat. Also zuerst würde man doch denken, Heimat ist etwas, ja, wenn man das Heimatgefühl hat, etwas Positives. Aber wenn Sie es sagen, ist, leider. Wenn man das Gefühl hat und es ungestört ist, ist was Positives. Aber die wenigsten Menschen dabei bleiben oder bleiben können oder bleiben dürfen. Sie müssen denken, nach einer neuen Schätzung sind gegenwärtig auf der Welt allein 25 Millionen Flüchtlinge unterwegs. Aber auch die Nicht-Flüchtlinge sind. In der Stadt Zürich wohnen, glaube ich, noch 10% in Zürich Beheimatete und Geborene. Sondern ist das dieses wunderbare Gefühl, ich bin daheim, ist für die meisten Menschen eine Last oder ein Problem. Und dort, wo es in den Bereich der Politik kommt, wird es durch den Missbrauch, den man damit treiben kann, weil es eben gefühlsmäßig den Menschen so wichtig ist, wird es zu einem Unheil, einem schrecklichen Unheil. Alles, was mit Heimatverbänden, mit Heimat schaffen, Heimat bewahren zusammenhängt, das gerät in eine Grauzone, die oft sehr, sehr verderblich ist. Ich wollte da nämlich noch nachhaken. Das Gegenstück zur Heimat ist ja die Frage des Exils. Und das 20. Jahrhundert zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass es nicht mehr nur einige große Exilanten gibt, wie die Schriftsteller Brodsky oder Nabokov, sondern eben wirklich Massenexil, was Sie eigentlich auch angesprochen haben. Und ich wollte von Ihnen jetzt auch wissen, so als Gegenstück, kann gerade der Heimatverlust nicht auch als etwas sehr Positives verstanden werden? Oder ist das immer etwas Destruktives? Das ist individuell sehr verschieden. Für mich ist es etwas Wunderbares, dass ich nicht angewiesen bin auf da oder dort. Dabei bin ich ja ein freiwilliger Exilant. Meine Eltern
Mein Vater ist 1899 in der Schweiz eingebürgert worden, also ich bin ein Schweizer geboren. Ja. Er ist 1941 einen Tag zu spät aus Jugoslawien nach Lugano übersiedelt. Er ist, hat mehr Glück als Verstand gehabt, als überhaupt mit seiner Familie, meiner Mutter und zwei Geschwister herkam. Aber er war also ein Flüchtling oder auch wieder kein Flüchtling, weil er nach Hause ging, wo er nie gelebt hatte. Aber ich glaube, es gibt Menschen, und Goldi Parin-Mathé, meine Frau gehört auch zu denen, ist auch eine Auslandschweizerin, die in Graz aufgewachsen ist, die das positiv empfinden. Und da sind wir nicht die Einzigen. Aber der Großteil der Menschen, wenn sie Emigranten geworden sind, haben sehr viel zu verkraften, um das zu ertragen. Frau Bronfen hat gesagt, es ist das Problem dieses Jahrhunderts. Ich bin der Meinung, dass es das große Problem auch des nächsten Jahrhunderts sein wird, dass es dann Hunderte von Millionen von Flüchtlingen geben wird, die in der Welt herumziehen müssen. Und ich glaube, das große Problem ist ja natürlich nicht nur für diese Menschen selber, sondern für die anderen Menschen, die dort wohnen, wo sie hingehen. Also es wird zu einem großen Politikum. Und was würden Sie denn den Menschen sagen, Sie haben Vorteile gesagt, die der Mensch hat, der ein Flüchtling ist oder der die Heimat nicht verloren hat. Aber vielleicht sagen Sie auch etwas für die Menschen, die in Ländern leben, die Flüchtlinge aufnehmen. Das ist für mich das große Problem. Natürlich ist das ein großes Problem. Wenn die Menschen, sagen wir bei uns, nicht irgendwo in der Schweiz, aus ihrer außerordentlich privilegierten wirtschaftlichen Stellung, mit einer privilegierten Geschichte, den Schritt machen könnten, zu sehen, wie es ihnen selbst ergangen ist, dass sie vor 100 und vor 60 Jahren noch selbst auf Emigration angewiesen waren. Wenn sie die enormen Möglichkeiten, die sie haben, zu reisen, andere Menschen kennenzulernen, ein bisschen mehr zulassen würden. Und wenn nicht zahlreiche unserer Parteien aus dem verständlichen Reflex, das ist fremd, das ist mir unheimlich, macht mir Angst und bringt mir Nachteile, wenn nicht Politiker aus dem eine Abschottung unserer offenen Möglichkeiten, unserer zentralen Rabe in Europa machen würden, glaube ich, könnten auch die Schweizer es sehr gut ertragen, was ja ohnehin sehr kommen wird, nur das ist schlecht ertragen, dass sich die Menschen dieser Welt immer mehr untereinander mischen. Und das wäre gar nicht schlecht, das wäre ein Rückgängigmachen des Turmbaus von Babel. Aber ich glaube, da ist wohl die große und die kleinliche Politik dagegen. Was empfehlen Sie gegen den Fremdenhass? An Konkretem. Die Werte, denen wir folgen, real, werden längst nicht mehr von der Kirche oder von der Philosophie gemacht, sondern von der großen Politik. Solange bürgerliche Parteien versuchen, die Leute, die aus individuellen oder gruppenmäßigen Gründen dem Fremdenhass verfallen sind, solange diese Parteien versuchen, diese rechts zu überholen, wie es heißt, und Gesetze machen, dass man harmlose Fremde, die nach Urteil der Polizei nicht genügend Identitätspapiere aufweisen, 12 Monate einsperren kann, wie schon ziemlich schwere Verbrecher, solange die Polizei mit diesen Parteien die Politik bestimmt, wird der Fremdenhass, dessen Keime wohl in den meisten Völkern angelegt sind, bei uns jedenfalls auch, wird er nicht geringer, sondern größer werden. Ich gebe denen die Schuld, die heute Werte setzen, über Parteien, Parlamente und Regierungen, ohne sich für kurzfristige Vorteile bei den Wahlen oder so, verspielen sie die Möglichkeit, die Menschen zu weniger Hass zu bringen. Herr Parin, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst der toten Utopien. Sie haben eben von den falschen Werten gesprochen. Ist der Sinn für Utopie gestorben mit der Wende 1989? Ja, das wird gesagt. Ich habe im 1990 ein Manuskript an den Rowohlt Verlag Berlin geliefert. Die haben das akzeptiert. Und da war der Titel, den meine Frau und ich uns ausgesucht haben, Reise an den Rand der Utopie. Mhm. Es handelte sich um
Erinnerungen an die Zeit, wo 6 junge Schweizer Ärzte und eine Operationsschwester, das ist heute meine Frau, als Freiwillige in den Sanitätsdienst der jugoslawischen Befreiungsarmee des Marschall Tito gefahren sind. Die Verlegerin, eine tüchtige junge Verlegerin von Rowohlt Berlin, fand das unmöglich. Utopie geht nicht mehr in einem Buchtitel, das ist geradezu abstoßend, sagten sie. Und in Berlin haben wir verschiedene Freunde, wo man die Schlussredaktion des Buches machte. Also gerade unmittelbar vor dem sogenannten Irakkrieg. Niemand hat Utopie wollen, mit Ausnahme einer lieben Freundin von uns, von der Christa Wolf. Die hat gesagt, Reise an den Rand der Utopie, bitte, das lassen Sie sich nicht abkaufen. Dann kam ihr Mann herein, der Gerd Wolf, der selbst einen schönen jungen Verlag für die ostdeutsche Literatur gegründet hat, Gerd Wolf, und sagte, nein, bitte, Utopie gibt es nicht mehr. Für mich gibt es die Utopie. Ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen eine Definitionsfrage. Also ich verstehe unter Utopie nicht Utopia, das Land, sondern das in abstrakterer Weise, das, was einem als vorschwebt, wie es sein sollte. Ich bin nun überzeugt, dass es immer wieder das geben wird, dass die Menschen alles, was sie können, kaputt machen und in den Schmutz treten und vernichten und gleichzeitig, dass bei den Menschen immer wieder auftaucht, dieses und jenes, diese Verhältnisse sind nicht so, wie sie sein sollten. Die muss man verbessern, das muss man ändern. Dass das Denken an einen Fortschritt mit dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus bei vielen eine Verlust und Utopie hergebracht hat, ich weiß es, aber ich kann es schwer nachempfinden. Ich bin Sozialist geworden in den Jahren, wo ich gesehen habe, dass der Nationalsozialismus aufkommt. Ich habe das ziemlich ernsthaft Marx, Engels, Lenin studiert und habe gleichzeitig, das waren in diesen Jahren 36, 37, ausführlich die Zeitungen gelesen über die Moskauer Prozesse. Also ich hatte nie eine Versuchung, den damals schon und später real existierenden Sozialismus, Kommunismus gleichzusetzen mit dem, was ich als Utopie empfinde. Das ist nicht gut, das soll besser werden. Geht es Ihnen bei dem Begriff der Utopie auch um die Idee der Hoffnung? Ja, nicht, sagen wir so, ich bin da zu sehr Psychologe, als dass ich das gleichsetzen könnte. Utopie ist ein Abstraktum, aber es kann, für mich ist es eine Form des Lebendigseins, des Lebens überhaupt. Und die Hoffnung, das ist eine, was man in der Psychoanalyse sagt, ein emotional getragenes Imago oder inneres Bild. Und das selbstverständlich, wenn ich bei mir urteilen soll, ich habe wenig Hoffnung, dass sich die Welt in der nächsten Zeit verbessern wird. Im Gegenteil, es geht immer schlechter. Hoffnung habe ich keine. Aber eine Utopie, dass es anders sein sollte, das habe ich. Okay. Würden Sie sagen, Utopien erwecken in uns auch Energien, dass es dazu kommt, wie es sein müsste. Also dass eigentlich, dass Utopien sozusagen glaubende Energien in uns mobilisieren und dass wir aufgrund solcher Energien wirklich mit der Zeit zu anderen, zu besseren Verhältnissen kommen. Ich bin einverstanden, ich würde nicht sagen, sie erwecken. Die Utopie ist das Lebendige am Menschen. Diese Emotionen, die kommen ja nicht wie aus einem Krater chaotisch heraus, die ordnen sich im Lauf des Lebens. Und dieses Lebendige Selbst, das Emotionale, das die Kunst hervorbringt, das jede Form der Menschenfreundlichkeit und des Fortschritts hervorbringt, das nenne ich Utopie. Also nicht als ein Bild, das man von außen erfahren hat oder gelernt hat, etwas erweckt, sondern dass im Menschen etwas vorhanden ist, was utopisch ist. Ja, aber Sie haben gesagt, das, was uns vorschwebt, wie es sein müsste oder sollte. Ich habe das in diesem Sinn verstanden. Damit mir etwas vorschwebt, muss es
muss es aus mir herauskommen. Und ich bin vollkommen einverstanden, dass es eigentlich das Lebendige ist. Dass eigentlich eine utopielose Existenz Gefahr läuft, abzusterben. Ja, abzusterben. Aber leider sterben sie ja nicht ab, sondern machen andere sterben. Ja. Darf ich noch einen letzten Begriff in die Diskussion bringen? Wie ist das Verhältnis von Utopie und Glück? Wie verstehen Sie das Glück? Das Glück ist halt... Ich hab mich mit Glück sehr lange nicht befasst. Und dann hat die Ingrid Kasunke, die Redakteurin vom Kursbuch, mit der wir befreundet sind und die ich öfter geschrieben habe, eine Nummer über Glück gemacht. Da muss ich erstmals über Glück schreiben. Und Glück ist ein... Ich glaube, mit dem Glück... Das ist natürlich jeder Mensch möchte glücklich sein, aber wenn man genau fragt, war es niemand richtig gewesen oder so. Es ist ein in unserem Kulturkreis in verschiedenen Sprachen sehr wichtige Fantasie, die eine Realität ist Glück nicht. Und ich habe dann einen Artikel geschrieben. Eine Erzählung, Geoffrey und das Glück von einem wirklich glücklichen Menschen, nämlich der ist so glücklich, dass es trotz der unmöglichsten Zwischenfälle seines Lebens, der erste Zwischenfall, dass er ein Neger ist, er ist ein amerikanischer Schwarzer, ist er immer noch am Leben und hat ein ganz schönes Leben. Und dort habe ich genau das, also in literarischer Form, das gesagt, was ich meine. Es gibt im allgemeinen Unglück gibt es Risse und Spalten, wo manchmal etwas hervorkommt, was man Glück nennen kann. Ich möchte noch etwas fragen zur Utopie. Die Utopie ist ja eine Vision. Ja. In der Regel hervorgebracht durch einzelne Menschen, die aber die Gesellschaft betreffen sollen. Ich habe das Gefühl jetzt, dass die Reaktionären, die konservativen Kräfte überall eigentlich im Vormarsch sind. Ja, ja, und dass wir eigentlich diesbezüglich eher schwierigen Zeiten entgegengehen. Sie haben ja selber gesagt, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Aber was könnten wir tun? Was könnte man in der Politik tun, um wieder Utopien wachsen zu lassen? Die müssen ja irgendwo gefördert werden. Es sollten vor allem die jungen Menschen wieder mehr Utopien haben. Ja, was man da tun könnte, das habe ich mir natürlich auch überlegt. Denn ich sehe es nicht nur, dass es schwierige Zeiten, sondern ich sehe schreckliche Zeiten an uns herankommen. So viele Kriege wie jetzt und so viele Kriegs- und Aggressionsbereitschaft auf allen verschiedenen Ebenen hat es kaum noch gegeben. Was man da machen könnte. Das eine, das ist ganz sicher, ist auch sehr anerkannt, man müsste doch sehen, dass in der Erziehung, in den Familien, in den Schulen endlich diese utopischen Ziele nicht als etwas, sagen wir, irgendwelchen linken Philosophen vorbehaltenes sein sollen, sondern dass das in unserem Leben eine größere Rolle spielt. Es tut mir leid, aber die christlichen Ideale haben da ausgedient und die marxistischen auch. Und wenn man sagt, ein neuer Gesellschaftsvertrag und auf Jean-Jacques Rousseau zurückgeht, ist es auch nicht. Der Geist, der in unseren Familien, aber noch mehr in den Schulen herrscht, der müsste also schon sich sehr stark ändern. Also da sagen wir, entwicklungsmäßig, das ist ein langsamer Weg. Aber was man vor allem machen müsste, das liegt auf politischem Gebiet. Ein sehr prominenter Politiker unseres Landes hat einmal im Ausland irgendwie in Bezug auf diese schrecklichen Ereignisse, die damals in Bosnien anfingen, gesagt, ja, diese Menschen sind selber schuld. Also er meint, wir sollen uns nicht zu viel darum kümmern. Und den zitiere ich ihm, obzwar ich ihn sonst nicht so gerne mag, denn ich sage, ja, wenn wir in friedlichen Zeiten bei einer gewissen Möglichkeit, uns politisch und persönlich zu äußern und zu bewegen und solche Politiker leisten an führender Stelle, die sagen, die sind selber schuld, die bei den Bosnien, die also Opfer eines Überfalls geworden sind, da ist man nicht selber schuld, wenn man das Opfer ist und totgeschlagen werden soll und vertrieben.
Ja, wenn wir uns im Frieden diese leisten, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir schuld sind, wenn es noch schlechter kommt, als es ohnehin kommt. Also ich bin sehr für die politische Aufklärung, Aktion und sich nicht auf Parteien und nicht auf Menschen verlassen, die eine solche egozentrische und dann notgedrungen nach außen aggressive Politik in wirtschaftlicher oder militärischer Hinsicht fördern. Damit sind wir eigentlich schon mitten in der Politik drin und Sie haben in Bezug auf die Politik sehr viele interessante Gedanken geäußert. Zum Beispiel, dass man auch die Mechanismen der Psychoanalyse auch in die Politik hineintragen sollte. Würden Sie das ein bisschen erläutern? Ja, da bin ich natürlich ein Epigone, ein später Nachfolger von Sigmund Freud, der dass wir alt geworden ist, kulturkritische, zivilisationskritische, eigentlich politische Aufsätze, die zu Büchern herangewachsen sind, geschrieben hat. Die Zukunft der Illusion, das Unbehagen in der Kultur und auch der Mann Moses und die monotheistischen Religionen, das sind eigentlich politische Bücher. Dieser kultur- oder gesellschaftskritische Ansatz der Psychoanalyse hat mich überhaupt erst zur Psychoanalyse gebracht. Ich habe in der Lektüre, dass ich Analytiker werde für Beruf, das war eigentlich ein Nebenergebnis. Ich wollte eine Analyse machen, um zu sehen, was da dran ist, wie man die Spuren von einer Einschränkung, Unterdrückung im Seelenleben, auch im eigenen, auffinden kann. Und umso direkt, man kann Politiker oder Politik nicht analysieren, aber es trägt sehr zum Verständnis bei, wenn man sieht, wodurch die Menschen jetzt nicht nur individuell, sondern auch als Gruppen oder als Institutionen, als organisierte Gruppen, wodurch sie auch noch bewegt sind, außerdem, was sie offiziell oder öffentlich als den Inhalt oder das Ziel ihrer Bewegungen sehen. Und das ist sehr fruchtbar. Es gibt eine große Literatur darüber. Und man kann zum Beispiel die heutige Diskussion, die bei jedem Krieg neu aufflammt, ja, ist der Mensch so aggressiv oder nicht? Ist die Aggression angeboren und wird nur einfach so irgendwie bei Trigger durch ausgelöst? Das ist längst beantwortet, dass zum Beispiel das Bedürfnis, Macht auszuüben, nicht nur Macht durch wirtschaftliche Macht, sondern die individuelle Macht, sich in bestimmten politischen Formationen, Regierungen, Parlamenten derart breit macht, dass die mit Worten und Schrift propagierten Ziele überhaupt keine Rolle mehr spielen. Es geht um Macht und nichts anderes. Da weiß die Psychoanalyse leider nicht genug davon, weil sie viel zu spät angefangen hat, das zu studieren. Aber da könnte ich sozusagen als Lehrveranstaltung erfahrene Politiker etwas lehren. Aber könnten denn Kriege überhaupt vermieden werden? Ich würde so sagen, sobald sie vermieden werden müssen, ist es zu spät. Ich meine, was ich vermeiden ließe, ganz sicher, ist diese ehrwürdigen, nützlichen und erstarrten Mechanismen unserer Parlamentsdemokratie, die gestatten es nicht, Kriege zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn irgendeine Umfrage dem entsprechenden Gremium, sei es ein einzelner Präsident, so eine Regierung, sagt, es ist jetzt für dich besser für die nächste Wahl, wenn du zum Beispiel einen Krieg anfängst für die USA, für Grenada. Ein Inselchen von einer Kleinheit, dass wir uns das in der Schweiz kaum vorstellen können, das hätte fast im Bodensee Platz. Aber da muss die größte Nation der Welt einen Krieg anfangen, damit ein Wahlpool, wie heißt man das, eine Umfrage, eine Meinungsumfrage für Wahlen besser herauskommt. Also dass da organisatorisch viel zu machen wäre und nicht von irgendwem da oben, sondern von uns, dass wir diese demokratischen Formen, die allen Respekt vor ihnen, die sich eben nicht
bewähren oder nicht allein bewähren. Und dann schon auch darauf sehen, dass, wenn es angekündigt ist, ein angekündigtes, grausames Morden, wie es der Hitler in seinem Buch Mein Kampf gemacht hat und wie es Slobodan Milosevic in der serbischen Regierung, zum Beispiel im Manifest, der sogenannten Manifest der serbischen Akademie gemacht hat, dass Völker ermordet und vernichtet werden müssen, da finde ich, wäre eine Völkergemeinschaft, die das nicht möchte, die das für ebenso unvernünftig wie unmenschlich ansieht, dass sie aktiv eingreifen könnte und nicht mit militärischen Mitteln, sondern vorerst und energisch mit diplomatischen, auf die sich, ich komme wieder zu unseren Demokratien, nicht einmal die zivilisiertesten Staaten unserer Welt, nach unserem Urteil, Frankreich, England, haben sich nicht einigen können, da etwas zu unternehmen, als es losging. Und jetzt sind wir im vierten Jahr eines grausamen Krieges, wie es so schön heißt, vor unserer Schwelle. Wie viele Flüchtlinge sind da schon entstanden? Wahrscheinlich etwa 2 Millionen, nicht ausschließlich Bosnier, auch Kroaten und Serben und vor allem Albaner sind geflohen. Das war alles vorhersehbar. Das habe nicht nur ich gewusst, das haben sehr viele gewusst. Aber unsere Staatsform hat sich nicht so gewandelt, dass ein so offensichtlich unvernünftiges und unmenschliches Geschehen irgendwie zum Beispiel verurteilt worden wäre von Anfang an. Durch die UNO zum Beispiel. Die müssen wir auch ein bisschen reformieren, und zwar nicht im Sinn von Boutros Ghali. Herr Parin, ich habe eine Utopie. Was sagen Sie dazu? Sie haben vorhin gesagt, die Psychoanalyse hat viel zu spät angefangen, die politischen und gesellschaftlichen die Machtverhältnisse zu analysieren. Nehmen wir an, dieses Interesse würde sich demnächst steigern. Und nun die Utopie. In Straßburg sitzen 12 Psychoanalytiker ihres Formats und analysieren permanent die Machtverhältnisse in Europa und klären dauernd die Politiker auf über die gegenwärtige Lage. Was würde das bewirken? Nichts. Nichts. Nichts würde es bewirken. Ich habe eine ganz konkrete Erfahrung. Der Dr. van der Löw, ein holländischer Analytiker, der leider schon gestorben ist, war ein guter Freund von mir und er wurde Präsident der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. Und bevor er das wurde, ein sehr gewissenhafter Mann, damals etwa 60-jährig, sagte mir, die sind immer gewählt für 4 Jahre. Zeit brauchen, um herauszufinden, warum unter den Psychoanalytikern selber immer solche Kämpfe und Konflikte auftreten, hat sofort sich wieder eingeschrieben zu einer weiteren Schnitte, eine Tranche-Analyse, hat sich eingeschrieben bei der damals schon alten Frau Lampel de Groot, um ein Stück Analyse zu machen, hat Spanisch gelernt, weil damals besonders in Lateinamerika so viele Konflikte aufkamen. Und ich habe ihm gesagt, du wirst überhaupt nichts herausfinden, wenn du dich an einzelne Menschen handelst. Du musst die Institutionen, wie sie zur Macht stehen, mit wem sie jeweils kämpfen, untereinander, mit was für Zielen, wie sie zu den äußeren Mächten stehen. Diese Institutionen hängen ja nicht in der Luft, die sind in einer Stadt oder in einem Staat und in einem Staatsgebilde. Er war 4 Jahre Präsident, hat, wie er mir sagte, über 1000 Interviews mit Einzelpersonen gemacht, lauter fortschrittliche, offene, tolerante Menschen, die aber unheimliche Krachs- und Machtkämpfe hatten. Man muss diese Zwischending, gehen wir nach Straßburg, diese Gremien nicht nur analytisch verstehen, aber auch die Möglichkeit haben, sie zu öffnen in einer Weise, die es jetzt den Teilnehmern ermöglicht, sagen wir, weniger machthungrig und weniger nach außen aggressiv zu sein. Ich weiß, das ist der Horst Eberhard Richter, hat da und dort prominente und sehr prominente Analytiker beraten und das ist ein Freund von mir, den ich nur sehr selten sehe, Helmut Schmidt, der ist ein sehr kluger Mann, der wäre am liebsten in Analyse gegangen bei Herrn Richter, weil Richter ist auch ein verführerischer Analytiker, weil er ein wirklich so tief toleranter Mensch ist, aber
Nur mit den Einzelnen geht's nicht. Ich habe vor einigen Tagen in einer bekannten deutschen Zeitung gelesen, dass so Städte, die großen Städte, die Schwierigkeiten haben mit den Regierungen, die sich fast nicht mehr zusammenraufen können, also nicht mehr imstande sind, richtige Koalitionen bereitzustellen, dass die ihre Arbeit, ich zitiere jetzt ganz genau, nach psychopathologischen Richtlinien zusammenstellen sollten. Ich Psychopathologie, glaub, stimmt das? Das ist ein journalistischer Lapsus. Ich glaube, Psychopath, erstens ist es auch schon theoretisch unpräzis, einer Gemeinschaft eine Pathologie, also eine Krankheitslehre von Individuen anzudichten. Es ist eine praktische Metapher, nicht? Das ist eine kranke Gesellschaft oder das ist eine verrückt gewordene Gesellschaft. Aber das, nein, wenn man das machen wollte, was dieser Journalist offenbar im Kopf hatte oder im Auge, wie er das sagte, wäre das, dass man zum Beispiel anerkennt, dass bestimmte Verwaltungsaufgaben von der Quantität der Teilnehmer abhängen. Das ist ein Riesenexperiment mit den Kibbutzim gewesen. Die Kibbutz nach verschiedenen Ideologien, die eine, ich weiß jetzt nicht genau, das hat mir entfallen, wie sie hießen, die Linkskibbutz, waren großartig nach innen organisiert, haben auch nach außen hervorragende Leute hervorgebracht, wirtschaftlich und alles, bis sie eine Größe erreichten, das war nach Gegenden verschieden, zwischen 800 und 1200 Mitglieder. Und da haben sie gesehen, es geht nicht mehr. Als Gemeinschaft funktionieren wir nicht mehr so gut. Was haben sie damals gemacht und machen können? Sie haben sich aufgeteilt. Und dann funktioniert es nicht nur verwaltungsmäßig, sondern auch für das, was heute so schön heißt, sich einbringen. Dass die Menschen eine Rolle dort gespielt haben, die ihnen angemessen und auch angenehm war. Das war wie ein Experiment gemacht. Damals waren zum Beispiel die feministischen Ansprüche bei Gründung der Kibbutz noch gewährleistet. Heute, das weiß ich aus Israel, sind sie das nicht mehr. Sondern es sind noch die alten Strukturen, wie in den alten Demokratien. Und die Frauen kommen noch zu den Versammlungen, aber dort, anstatt zu reden, stricken sie. Und lassen die Männer wieder reden. Und die, es gibt noch einige Pioniere, die diese Ideen hatten. Und ich meine, für Verwaltungen von Städten oder Großstädten, das ist längst erfunden, dass es eine Dezentralisierung gibt. Und in der Schweiz haben wir ja ein wunderbares Beispiel, dass man mit ständigen, oft sehr mühseligen Diskussionen Zentrum, also Eidgenossenschaft, Kantone und Gemeinden in dieser fortwährenden Auseinandersetzung, die ja natürlich bei uns und woanders auch sehr häufig ums Geld gehen würde, einen Ausgleich findet und große Städte besser verwalten könnte, als sie jetzt meistens vermaltet werden. Aber Sie sind doch sicher auch der Meinung, dass Konflikte etwas Selbstverständliches sind, dass wir auch mit Konflikten leben können. Natürlich, wir sind konflikthafte Wesen. Aber erstarrte Konflikte, die nicht mehr austragbar sind, außer dass man sich gegenseitig umbringt oder zum Verhungern zwingt, wenn man einen Konflikt überwunden hat, in sich selbst und zwischen Menschen, dann darf man nicht erwarten, es wird konfliktfrei, sondern kommt es zu einem neuen, einem anderen Konflikt, der wieder zur Lösung gebracht werden sollte, könnte. Also wir sind konflikthafte Wesen. Diese Dialektik zwischen einem Konflikt, einem Ergebnis und neuen Konflikten, das ist unvermeidlich. Das ist, wenn Sie wollen, die Condition humaine. Aber die gleichen Konflikte immer wiederholen, und leider ist unsere Geschichte voll solcher Wiederholungen. Es hat der Professor Helmut Dahnmann in Frankfurt hat von einem historischen Wiederholungszwang gesprochen. Das ist wieder so etwas, was ich nicht so gern hat. Wiederholungszwang ist ein psychoanalytischer Ausdruck für ein neurotisches Symptom, das auf die Geschichte. Aber wenn ich sehe heute, wie allenthalben, fast allenthalben, sich supernationalistische, chauvinistische, fremdenfeindliche Bewegungen ausbreiten, bei den Einzelnen, nicht nur bei einer unbedarften Jugend, sondern auch bei Parteien, denen man das gar nicht zutrauen würde, in Ländern, wo man das gedacht hätte, das ist längst überwunden. Frankreich, seit der Dreyfus-Affäre gibt es wieder jetzt eine sehr starke Le Pen-Partei. Und Chirac ist auch nicht sehr viel besser, außer wenn er gerade gewählt werden will zum Präsidenten. Also wenn ich das sehe
Und ich habe schon erwähnt zu Beginn dieser Sendung, dass meine Jugend geprägt war aus der Wahrnehmung des heraufkommenden Nationalsozialismus und des damals schon existenten italienischen Faschismus. Dann ist es wirklich im übertragenen Sinn ein Wiederholungszwang, der nicht nötig wäre. Dass Hitler das alles angekündigt hat in einem vielgelesenen Buch, das ich eben mit 16 Jahren auch gelesen habe. Und das wird so kommen und so ist es gekommen, wie er wollte. Und dass es jetzt noch einmal passiert ist und dieses Buch hat nicht diese Äußerung der serbischen Akademie habe nicht nur ich gelesen. Also das war eine bekannte und weltbekannte Tatsache. Und dass man das Gleiche wiederholt. Also das würde ich sagen, das ist eine Wiederholung einer sehr ähnlichen, analogen Konfliktsituation, wo die internationale Gemeinschaft noch weniger geeignet war oder ebenso wenig als der alte Völkerbund, der ja zusammengebrochen ist am Aufstand der faschistischen Generäle in Spanien. Dort ist dieser ist unterstützt worden von der Völkergemeinschaft, Herr Parin, aus anderen Gründen damals. Entschuldigung, Herr Parin, Sie beginnen eine Erzählung mit dem Satz, es gibt etwas Schrecklicheres als der Krieg. Und dann folgt eine Erzählung über die Schizophrenie eines Freundes von Ihnen, der Sie den Titel gegeben haben, ein Dämon mit Namen Schizophrenie. Ja. Was ist das Schreckliche an diesem Innendämon, dass es Sie sagen lässt, er ist schrecklicher als der Krieg unter Umständen? Das ist, wie Sie richtig gesehen haben, immer sehr wichtig, der erste Satz einer Erzählung. Die Erzählung betrifft den langsamen, schrecklichen Tod eines sehr lieben Freundes von mir. Und der nächste Satz relativiert das. Ich kam als Chirurg aus Militärspitälern im Kampf der jugoslawischen Befreiungsarmee, wo wir als freiwillige Ärzte tätig waren, nach Belgrad. Es war gegen Ende des Krieges und in den allerletzten Tagen des Krieges. Und ich sage im nächsten Satz, was ich da erlebt habe, hat mir einen weniger nachhaltigen Eindruck gemacht, ob zwar Kriege, wo man ein bisschen zurücktritt, objektiv natürlich viel schrecklicher sind, als wenn ein junger Mann grauenhaft zugrunde geht. Aber das persönliche Erleben war dieses, dort habe ich etwas tun können gegen das Schreckliche. Ich war als Chirurg oft 20, 22 Stunden im Tag tätig, total müde und erschöpft, aber das Gefühl, ich unternehme was, um die Leiden zu verringern. Und das andere ist ein lieber Freund, den ich traf ich aus der Jugendzeit, traf ich an als ein psychisches Wrack. Und durch die vielen Jahre, die er dann noch gelebt hat, musste ich mir sagen, ich habe nichts für ihn geleistet, konnte vielleicht nichts leisten. Und die ganze Erzählung geht dahin, dass man einem Menschen, der solchen Verhältnissen ausgesetzt ist, wie der sie war, angefangen von den Erbanlagen bis zu dem, dass er in einem schrecklichen Vernichtungslager durch ein Wunder und ein Zufälle dem Tod entgangen ist, wir können da nichts machen. Und das Schreckliche ist für mich die Hilflosigkeit, vielleicht jene Art von Schuldgefühl, die im Menschenleben so eine Rolle spielt, wo ein Schuldgefühl, das objektiv nicht begründet ist, von anderen auch nicht begründet werden könnte, einem noch im Unbewussten die Illusion gibt, man hätte etwas machen können. Also eine durchaus menschliche, utopische Eigenschaft, ich hätte etwas machen können, drum fühle ich mich schuldig, auch wenn ich mit dem Verstand genau weiß, das wäre nicht möglich. Und Sie nennen das, also dieses, ich hätte etwas machen können, magische Macht. Ja. Das sind nun zwei Vokabeln, Dämon und magische Macht. Wenn ich an Ihre Traktate denke, die wissenschaftlichen, die in einer präzisen wissenschaftlichen Sprache geschrieben sind, sind das ja eigentlich erzählerische, mythische Worte. Das heißt, Sie haben die Sprache gewechselt, Sie sind von der Wissenschaft ins Erzählen gegangen. Warum? Glauben Sie, dass Sie in den Erzählungen mehr sagen können über sich selbst, aus sich selbst, für die anderen? Ja, das ist eine Alterserscheinung bei mir. Ja? Ich habe immer sehr
sehr gerne geschrieben. Darum sind auch so viele wissenschaftliche Sachen entstanden. Die wichtigsten Bücher haben wir zu dritt geschrieben. Fritz Morgenthaler und Goldi Mattei und ich. Aber der Redakteur und der den Text zum Beispiel in unserem besten Buch, Es fürchte deinen Nächsten wie dich selbst, hat den Text ich geschrieben. Nur die einzelnen Behandlungen hat jeder Einzelne geschrieben. Und dann habe ich gesehen, ich werde alt, Gedächtnis und Merkfähigkeit gehen zurück. Das Gefühlsleben ist nicht mehr geeignet als Psychoanalytiker und habe entschlossen, ich höre mit der Praxis auf. Und da ist eine Alterserscheinung, mein Interesse, wissenschaftliche Literatur zu lesen, sehr zurückgegangen. Die Geduld, in Bibliotheken oder in meiner Kartothek nachzusehen, geschwunden. Hingegen meine Lust am Schreiben ist geblieben. Und da ich zeitlebens gerne viel gute Bücher gelesen hätte und sehr wenig Zeit hatte, Sie müssen denken, immer 2, 3 Wissenschaften, praktisch davon gelebt und noch unsere Forschungen finanziert. Es blieb nicht gar viel Zeit. Und dann habe ich sehr gerne zu lesen angefangen. Und dann die Zufälle des Lebens. Die ersten 4 Erzählungen habe ich geschrieben für meine lieben Freunde, die den ersten Teil meines Lebens in Slowenien nicht gekannt haben. Dieses Manuskript habe ich in einen Verlag geschickt. Wie es sich gehört, ist es zurückgekommen sofort. Dann habe ich es in die Lade gelegt. Dann war der Herr Kindler einmal bei mir wegen einer Frage einer psychoanalytischen Publikation, wie man die verlegen sollte. Und er ist höflich und freundlich und hat gesagt, aber Sie, Herr Doktor, haben sicher auch was geschrieben. Und dann gab ich ihm diese 4 Erzählungen. Die sind inzwischen längst publiziert. Dann hat er sie verloren. Ich habe dann nach einem halben Jahr nachgefragt, aber ich hatte Kopien. Und dann ist verlegt. Ich habe gesagt, das ist auch ein Zeichen. Und durch einen Zufall hat unsere liebe Freundin Lore Wiss einmal mit dem Ehepaar Kindler verhandelt für eine Frauenzeitschrift, sollte sie Redakteurin werden, was nie zustande gekommen ist, und hat sie uns erwähnt. Da hat die Frau Kindler gesagt, aber da waren doch so gute Erzählungen, wo hast du die denn? Du bist zwar ein Verleger, aber du musst nicht alles verlegen. Und die liebe Lore Wiss hat ihnen diese Erzählungen, die hatte sie, habe ich ihr gegeben, eben damit sie lesen kann. Und dann war plötzlich ein Buch draus geworden, weil die Kindler so ein Interesse hatten. Und weil dieses Buch so gute Echo hatte bei unseren lieben Freunden, aber auch auswärts, da habe ich gedacht, jetzt schreibe ich dann wieder eins und habe die Afrika-Reisen, einmal die vielen Erlebnisse, wir waren ja fast 4 Jahre unterwegs im Ganzen, jetzt nicht wissenschaftlich zusammengestellt in Erzählungen. Und habe einen solchen Spaß, dass ich auch heute noch Erzählungen schreibe. Aber glauben Sie, dass es etwas gibt, was man eher in einer poetischen, dichterischen Sprache beschreiben kann, als in einer wissenschaftlichen? Also auch die, ja, also es gibt, schauen Sie, es gibt eine Riesenliteratur darüber. Ist zum Beispiel Sigmund Freud ein Schriftsteller gewesen oder war er ein Wissenschaftler? Er sagte immer, ein Wissenschaftler. Dann sagte er aber, schon sehr früh hat er geschrieben, er sei traurig, dass seine Krankengeschichten sich wie Novellen lesen würden. Er meinte, glaube ich, Romane, aber er schrieb Novellen lesen würden. Und der berühmte Ödipus-Komplex, da gibt es eine ganze Literatur. War es so, dass er bei sich und bei seinen ersten Analysandinnen entdeckt hat, dass es sowas gibt wie in der alten griechischen Ödipus-Sage? Oder hat seine literarische Kenntnis des Ödipus ihm auf die Idee gehabt, diese Konstellation, diese Fantasien und die daraus folgenden neurotischen oder gesunden Entwicklungen Ödipus-Komplex zu heißen? Das ist eine offene Frage. Also eine scharfe Trennung würde ich nicht machen. Ich sehe bei mir selbst, dass es mit der Rekonstruktion eines Lebens, die ja nicht der Analytiker macht, die soll der Analysant, dem soll es gelingen, aus seiner Vergangenheit etwas Freieres, Neueres, Emanzipierteres zu machen. Der Analytikerin oder Analytiker hilft nur dabei. Oder beim Schreiben, da hat man viel mehr Freiheit. Man kann die Dinge so machen, wie man will. Man kann die Schicksale tanzen lassen. Und da geht es rascher und wenn einer hochbegabt ist, wer ist da erwähnt worden, Nabokov oder so, dann ist es vielleicht auch viel, viel wirksamer. Wirksamer im Sinne eines emanzipatorischen Einflusses auf die Leserinnen und Leser. Also bei Ihnen ist es ein Wechselspiel zwischen Wissenschaft und Erzählung. Ich möchte Ihnen zum Schluss eine Frage stellen. Sie sind
ein Europäer. Sie waren Arzt, Wissenschaftler, Sie sind ein kritischer Intellektueller und ein junger Schriftsteller. Geben Sie diesem Europa eine Zukunft? Keine gute. Keine gute. Weder diesem Europa noch dem organisierten Europa noch der ganzen Welt. Wenn es in den nächsten paar Jahrzehnten nicht möglich ist, eine offene Welt zu schaffen und das Europa weiter als der Ausbeuter, Nutznießer und Herrscher, wirtschaftliche Herrscher über die ganze Welt, wenn diese Trennung Europas, die sich jetzt erst recht zu organisieren scheint, nicht aufhört, dann sehe ich ganz schwarz. Ich sage mir oft, trotz meines Temperaments, das ja eigentlich optimistisch ist, dass ich froh bin, dass ich jetzt das nicht erleben werde, nicht nur den Niedergang Europas, sondern eine ganz düstere Epoche der Menschheit. Eine ganz düstere. Hoffen wir, dass das Schlimme nicht immer zutrifft. Ja, eben das ist die Hoffnung. Teilen wir diese Hoffnung mit Ihnen, Herr Parin. Wir danken für das Gespräch.